Ich habe gesagt, ich spreche über Zufallszahlen und Schleifen, aber zuerst muss ich noch etwas zu Variablen sagen. Wir haben gesehen, dass P5.js Variablen zur Verfügung stellt, aber natürlich kannst du selber auch Variablen herstellen. Und das tust du, indem du zwei Worte brauchst. Ich gehe mal raus aus diesen zwei Funktionen. Wir können auch drumherum schreiben. Es gibt in der Programmiersprache JavaScript zwei Wörter und das eine heißt let und das andere heißt const, die dazu dienen, Variablen einzuführen. In der Fachterminologie heißt das initialisieren. Was damit gemeint ist, ist, dass ich ein Wort erfinde und diesem Wort dann einen Wert zuweise. Und dann ist das Wort mit diesem Wert assoziiert. Wir können auch sagen, der Wert ist im Wort gespeichert. Zum Beispiel kann ich sagen, let Position x gleich 100. 100 ist ein Wert und das Gleichzeichen, das fungiert als zuweisendes Element. Das Gleichzeichen weist den Wert 100 an das Wort POSIX zu. In der Fachterminologie heißt das Wertzuweisung. Ab diesem Zeitpunkt ist POSIX gleichbedeutend wie die Zahl 100 und ich kann jetzt sagen, ich möchte eine Ellipse, die steht an POSIX und in der Hälfte der Breite, wobei das bezieht sich auf die Vertikale, also sollte es wohl die Höhe sein, und hat einen Durchmesser von 300 Einheiten. Und jetzt ist die Position auf der X-Achse entspricht 100, also dieser Wert POSIX. Das wird mit 100 ersetzt, sobald das ausgeführt wird. Oder wenn ich den Wert der Höhe hier auf 300 meinetwegen und das ausführe, dann springt der Kreis nach rechts, weil POSIX hat jetzt seinen Wert verändert und ist jetzt 300 Einheiten. Ich kann diese Variable an verschiedenen Orten einführen. Ich kann dies außerhalb von Setup und Draw tun. Ich kann das innerhalb von Draw tun, bevor ich die Ellipse zeichne. Ich kann es machen, nachdem ich die Ellipse zeichne. Dann gibt es einen Fehler, weil POSIX wird hier benötigt, aber erst auf der folgenden oder übernächsten Zeile initialisiert. Und das führt dann zu einem Fehler, weil die Maschine hier schon wissen möchte, wie hoch, was für einen Wert POSIX hat und das hat dann noch keinen Wert. Also hier ist die Reihenfolge entscheidend. Wir müssen das tun, bevor wir den Wert benötigen, bevor die Variable hier geschrieben wird. Und was auch nicht funktioniert, ist, wenn ich das im Setup-Loop mache, wenn ich das ausführe, kriege ich Ärger. Auch hier heißt es, yes, POSIX is not defined. Zu diesem Zeitpunkt, wo POSIX benötigt wird, weiß die Maschine nicht, was es ist, obwohl es eigentlich vorher stattgefunden hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In JavaScript gibt es immer wieder solche geschweiften Klammern und diese geschweiften Klammern, die dienen dazu, Codeblöcke oder Abschnitte voneinander zu trennen. Und wenn du eine Variable innerhalb von solchen geschweiften Klammern deklarierst oder initialisierst, also deklarieren heißt, ich taufe die Variable und initialisieren heißt, ich gebe ihr einen Wert. Und wir können das auf zwei Zeilen machen. Ich zeige dann noch, was das heißt. Aber wenn ich das innerhalb dieses Abschnitts mache, innerhalb dieser geschweiften Klammern und dann hier in einem anderen Abschnitt, der durch geschweifte Klammern ausgezeichnet wird, stecke, dann ist das hier nicht bekannt. Du kannst dir vorstellen, dass die geschweiften Klammern einen Berg definieren und ich bin hier auf dem Berg oben und da bin ich auf der anderen Alp gegenüber und ich komme nicht übers Tal rein. Ich kann diesen Wert hier, der Käse da auf dem anderen Berg, kann ich nicht holen,
wenn ich schon auf den zweiten Berg gestiegen bin. Aber wenn ich den Käse ins Tal hinunter verschiebe, dann können wir von beiden Bergen aus darauf zugreifen. Die Metapher ist nicht so gut, aber du siehst, wenn hier der Wert im Tal unten, also außerhalb dieser Klammern definiert wird, dann kann ich in beiden Klammern darauf zugreifen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht klar, warum das so wichtig ist, aber je länger du mit P5 arbeitest, desto wichtiger wird das. Jetzt, das ist noch nicht besonders interessant. Interessant wird es, wenn wir den Wert hier über Zeit ändern. Und das können wir machen, indem wir immer wieder neue Werte zuweisen. Zum Beispiel, ich kann am Anfang sagen, ich erfinde POSIX. POSIX ist jetzt gleich 300. Und zu einem späteren Zeitpunkt kann ich sagen, ja, aber jetzt weise ich diesem Wert, dieser Variable einen neuen Wert zu, nämlich 0. Zuerst war es 300, dann ist es 0. Wenn wir das ausführen, wird hier die Variable mit 300 initialisiert, dann sofort auf 0 gesetzt und zum Zeitpunkt, wo wir den Kreis zeichnen, ist es schon 0. Der Kreis kommt nie irgendwo anders hin. Was wir auch tun können, wir wissen, wir haben eine 400 Einheiten breite Fläche, wir können später sagen, ja, POSIX ist jetzt nicht mehr 300, sondern es ist so groß, wie es war, plus 100. Also es war 300 groß. Wenn das ausgeführt wird, dann sieht der Rechner, hier diese Variable kennen wir schon. Sie kriegt einen neuen Wert. Was kriegt sie für einen Wert? 300 plus 100. Und jetzt wird der Wert überschrieben. Jetzt hat die Variable einen aktualisierten Wert. Sie war 300 groß und ist jetzt 100 höher. Jetzt ist es 400. Zu diesem Zeitpunkt, auf Zeile 12, ist POSIX 400 Einheiten groß und der Kreis wandert an den rechten Rand. Also diese Art, einen Wert mit sich selber plus etwas anderem zu überschreiben, das ist ein ganz wichtiges Muster, ein ganz wichtiges Prinzip, das du brauchen kannst. Und zwar, indem du außerhalb der Zeichenfunktion einen Wert einer Variablen gibst, gehen wir mal auf 0, und dann innerhalb dieser Draw, dieses Blocks, du erinnerst dich, die geschweiften Klammern definieren einen Abschnitt, einen Block, innerhalb dieses Blocks erhöhst du den Wert von POSIX. Und sagst, sobald der Kreis das erste Mal gezeichnet wurde, wird POSIX um den eigenen Wert, das war 0, erhöht plus 1. Dann wird beim ersten Frame der Kreis gezeichnet auf Position 0. Dann wird POSIX ein neuer Wert zugewiesen, nämlich 0 plus 1. Dann ist POSIX 1. Und dann wird der Kreis auf Position 1 gezeichnet, auf der x-Achse. Und dann wird der Wert erhöht auf 1 plus 1. Und dann wird der Kreis wieder gezeichnet auf 1 plus 1. Und dann wird es wieder um 1 erhöht. Und ich klicke mal auf Play, dann siehst du, was passiert. Dann bewegt sich das. Und dann wandert der Kreis raus und ist weg. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Kreis zurückzuholen oder seine Position irgendwie zu kontrollieren. Und das werden wir in einem Workshop vor Ort tun. Aber wichtig im Moment ist, dass du dieses Muster kennst, dass du weißt, ich kann eine Variable erfinden, ihr einen Wert zuweisen und diesen Wert im Verlauf der Ausführung meines Programms verändern. Jetzt gibt es noch etwas, ich habe zu Beginn gesagt, es gibt Let und
const. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben, um Variablen zu deklarieren. Ich kann eine Variable erfinden und const davor schreiben oder let. Früher gab es noch ein Wort, das hieß var, und das funktioniert zwar immer noch, solltest du aber nicht mehr brauchen, musst du auch nicht mehr unbedingt lernen. Das ist, es wurde abgeschafft und wird irgendwann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Seit einigen Jahren wird in JavaScript let und const verwendet, und ich würde dir abraten von var. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen diesen Variablen? Wir haben gesehen, dass wenn wir let benutzen, eine Variable machen können, die wir zu einem späteren Zeitpunkt verändern und überschreiben. Wenn ich lösche das mal da oben, dass es uns nicht verwirrt, wenn ich const schreibe, hier, ich sehe hier schon, es wird rot, der Editor versucht mich da auf etwas hinzuweisen, wenn ich const verwende und das ausführe, kriege ich sofort eine Fehlermeldung, weil eine Variable, die du mit const einführst, darfst du später nicht verändern. Das heißt hier invalid assignment, ungültige Zuweisung, ungültige Wertzuweisung auf die Konstante, also const steht für konstanter Wert. Wenn wir const benutzen, dann ist das eine Variable, die so bleibt. Und das kann wichtig sein in einer Programmiersprache, dass du da unterscheidest. Es gibt Variablen, die sollen so bleiben, wie sie sind. Und es gibt solche, die wollen wir updaten können. Und in JavaScript gibt es dazu diese zwei Möglichkeiten. Also wenn du neu bist bei JavaScript, dann verwende einfach let. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo du weißt, warum du zwischendurch auch mal const benutzen müsstest.